Und damit geht es weiter. Wir hatten wieder eine sehr erfolgreiche Plünderungstour. Also haben sie auch noch. Handbuch Jagdmesser lesen. Ich habe das Jagdmesser freigeschaltet. Bauplan Gewehr lesen. Pfeilspitze aus Eisen. Ja, wenn wir jetzt eine Feder hätten. Pulli. Hat er den Pulli über dem Helm? Das ist natürlich doof. Ich will ja den Helm sehen. So. Oder hier ein richtiges Hemd. Ja, es bräuchte natürlich irgendwas Cooleres. Ja, zerlegen. Es gibt das hier alles wohl. Den Kaugummi will ich wohl behalten. Ja, Putzenpulli. Der sah auch doof aus, den zerlegen wir auch. Bergbauhelm. Ja, wenn wir F drücken, machen wir die Lampe an. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn wir dann im Keller sind. Dafür will ich den auf jeden Fall dann auch nutzen. Ja, eine fast volle Pistole. Ja, ein paar Kaffeebohnen. Ach, so ein Halstuch habe ich auch schon. Dann können wir das auch zerlegen. Verband. Ledermantel ziehe ich mal an, obwohl ich glaube, es wird gleich bestimmt doch zu warm werden wird. Aber ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar und ein Haus, beziehungsweise das Haus hier vorne. Das ist ein Friedhof. Oh, interessant. Das Haus will ich mir jetzt noch eben anschauen. Oh, eine Herausforderung. Frauenheld nehmen. Zwei Schraubenschlüssel, die nehmen wir auch natürlich alle mit. So, was ich jetzt einmal teste, jetzt hier den Schraubenschlüssel, wenn ich damit jetzt ja mechanische Teile und natürlich Metall auch. Wir brauchen ja für die Werkbank auch viele mechanische Teile und solches Gedöns. Das wäre natürlich jetzt auch ziemlich cool, wenn wir uns heute Nacht auf die Werkbank in unsere Bude setzen könnten. Mechanische Teile haben wir, 13 Computerkomponenten haben wir auch gefunden. Da ist auch noch ein Bild, aber ich habe zu wenig Platz im Inventar. Stofffetzen, Bleiboy auch nicht noch mitnehmen. Nicht. Kaugummistiefel brauche ich auch nicht. Noch mehr Kaugummistiefel, Ledermantel. Was ist das hier, das Westernhaus? Ja, aber wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, so. Ja, und das wird dann wohl doch da oben das Gebäude sein, in dem wir vielleicht auch einen Waffenschrank finden. Hier hat man jetzt noch ein altes Waschbecken. Noch ein Schraubenschlüssel. Medizinschrank. Ja, ein Erste-Hilfe-Verband. Ah ne, wir haben jetzt genug Schraubenschlüssel in der Tasche, also. So. Töte ein paar weibliche Zombies. Hoppala. Lesen. Akzeptieren.
Ich bin aber noch versteckt. Schön mit Metall verschlossen. Jetzt hier dem Holz an den Kragen. Schön ist natürlich, wenn man einen Waffenschrank findet, man kann da einiges rausholen. Der Nachteil ist, das dauert immer so lange und das sind oft auch wieder nur Bauteile. Ja, aber dann gehen wir den Ganzen hier mal an den Kragen. Oh, ich sehe gerade, ich habe nur 15 Minuten optionale Zeit. Gucken, wenn wir dann nach draußen gehen, wie viele Zombies wir da noch sehen. Verfolgtes Mädchen, verweste Mutter, verstorbene Frau, verseuchte Krankenschwester. Aber erstmal wollen wir Waffen haben. Waffen, Waffen, Waffen. Damit haben wir den geöffnet. Ah, nur geschafft und ein paar Kleinigkeiten. Ich will noch irgendwas wegschmeißen, weil das Inventar ist mir doch zu voll. Blei finden wir auch so nochmal. Das ist auch egal. Holz wollte ich eigentlich auf dem Rückweg noch sammeln, sofern natürlich überhaupt die Zeit reicht. Unsere Stirnlampe wieder ausschalten. Hätten wir diese Frauenmission mal gehabt, bevor wir hier von den ganzen Zombies überrannt wurden. Aber 17 Uhr. Ich muss jetzt da hinten nochmal in das Haus rein. Einfach um da noch mehr mechanische Teile zu holen, weil ich glaube, die wir bis jetzt haben, das reicht auch noch gar nicht. Und uns ist auf jeden Fall auch zu warm mit dem Mantel. Habe ich noch einen besseren Schraubenschlüssel dabei? Hier ein 96er. Das ist doch ein bisschen schneller hier. Das ganze Abgebaue. Suche Ofen neu. Noch gar nicht durchsucht. Anscheinend nicht, aber in dem Gebäude hier war ich doch schon drin. Ist auch halb so wild. Wie viele mechanische Teile haben wir jetzt? 27. Können wir natürlich einmal gucken. Werkbank. Elektronische Teile gebrochen, mechanische Teile. Ja, da ist wohl nur irgendwas anderes zu finden. Hier aus der Lampe raus. Auch wieder nur Elektromechanik. Wo kriegen wir denn wohl etwas? Mechanik hier. Aus dem Auto. Wie sieht unser Inventar aus? Ja gut, das ist auch zugefüllt. Schraubenfedern haben wir bekommen.
auch schön und gut, aber auch noch nicht das, was wir haben wollen. Ja. Das wird wohl nichts. Wir müssen jetzt auch nach Hause. Es ist schon spät. Wir müssen fast ins Bett. Mechanische Teile. Ja. Ah, hier irgendwo war auch der Weg nach unten. Oh. Ja. Wie unerwartet ich mal wieder das Bein breche. So, eine Schiene. Ich habe gar keinen Platz im Inventar. Cowboyhut fallen lassen. Schiene fertigen. Gut. Dann haben wir jetzt wieder eine Schiene. Mal wieder benötigt. Ich habe mich schon so gefreut, dass wir Werkbau bauen können. Dann habe ich elektronische Teile und keine mechanischen. Das ist echt eine gute Frage, wo jetzt genau der Unterschied zwischen elektronisch und mechanisch hier gesetzt wird. Ja, ich werde noch ein bisschen Holz mitnehmen. Vorrat ist nun mal wirklich nicht groß. Und wer weiß, was wir heute Nacht noch alles bauen und anstellen möchten. Geht das Licht jetzt automatisch an in der Lampe, wenn es dunkel wird? Oder bei Dunkelheit, oder hatte ich jetzt auf die F-Taste gedrückt? Ich habe es gerade mitbekommen. Los, Baum, fall um! Holz haben wir in der Tasche. Doch schon ein weniglich. Aber den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Der Regen wieder. Gibt es auf jeden Fall schönere Wetterverhältnisse. Und ich habe auch schon bei viel, viel schöneren Wetterverhältnissen gespielt. Aber so viel Regen, wie hier runterkommt, oder ob das im Tal liegt, der Wüste nebenan, auch schon wieder am Gewittern. Oder ob ich der Wettergott einfach nur nicht mag. Ich weiß es nicht. Jetzt blendet sie hier drin aber mit der Lampe. Dann fangen wir doch mal hier vorne direkt an. Wie sieht es überhaupt Essen, Trinken aus? Nahrung könnten wir noch gebrauchen. Nehmen wir mal die Dose Lachs. Hier auch mal das Wasser. Wasser kann weg. Der leere Glaskrug hier kann auch weg. Dann haben wir hier natürlich noch ein paar
Sie haben reingefunden. Ersthilfeverband, den behalten wir auch wie immer in der Tasche. Du wirst zerlegt. Schmerzmittel. Und wenn wir hier schon bei der Kleidung wären. Alles andere habe ich glaube ich weggeworfen oder zerlegt. Ja. Viel blieb da nicht von übrig. Ah, 3000 Holz haben wir jetzt hier. Ja, von den 96er Schraubenschlüssel, den behalte ich dann doch noch hier. Messing haben wir noch. Noch andere Metallteile ohne Fahrplan. Elektronische Teile packen wir mit hier hin und Computerteile auch. Schraubenfeder darf auch mit in diesen Schrank. Plastikmüll. Benzinkanister. Ach, hier habe ich die anderen Benzinkanister. Nee, packen wir mal hier mit hin. Acht kurze Eisenrohre. Doch, Jetons haben wir auch noch gefunden. So. Und Waffenaufbewahrung, ja. Millimeter, 35 Schuss für die Pistole. 10 mm. Mehr Waffen aber nicht. Patronenhülsen. Hier die Trommel. Oh, die Verbände können dort mit in den Medizinschrank. Ja, und wir bauen das jetzt hier ab. Wir stellen uns gleich Leitern her und arbeiten dann vorne doch mit Leitern. Ja, und all das seht ihr in der nächsten Aufnahme. Ich sage erneut, bis dahin und tschüss.